Everyone's got long strings getting tighter. What I hold is buried in the deep, deep. Wie jedes Jahr hier zum Sommerfest in der Kinderklinik der MH findet auch wieder das Malangebot statt von dem Verein Kleine Herzen. Und wie man sieht, ist hier richtig viel los und einfach eine ganz tolle Stimmung. Und es ist einfach schön zu sehen, einmal die Patienten kommen hierher, die Geschwisterkinder, die Familien oder auch ehemalige Patienten. Und alle malen farbenfroh auf den Leinwandherzen. Something only you can say. Ich finde das wirklich toll, dass es sowas gibt. Also es ist eine schöne Aktion und gerade für Kinder ist es gut, kreativ zu werden und den Kopf ein bisschen frei zu kommen und nicht immer an diese Krankenhaussachen zu denken und ja, an die Erkrankung, die sie haben und all die anderen Dinge, die sie halt nicht machen können. All my life I've been searching for you, baby, with the windows rolled down and the heater turned on. Behandeln tun wir die Patienten, aber die kleinen Herzen haben uns über die Jahre in ganz unglaublicher Weise unterstützt. Die haben vor allen Dingen sich auf die Fahne geschrieben, für die Kinder und die Eltern auch das ganze Erleben des herzkranken Kindes und seiner Behandlung erträglicher zu machen. Meine Tochter war ein Jahr in der MHH stationär und das war ja wirklich sehr lang und viele Sachen haben uns das versucht zu erleichtern und auch besonders die Kunsttherapie hat Clara sehr viel Freude bereitet. Alle freuen sich immer wieder, dass dieses Sommerfest jedes Jahr stattfindet und manchmal höre ich, ja, das Herz, was ich letztes Jahr gemalt habe, das hängt immer noch bei mir und eine hatte mir gerade erzählt, ja, das ist doch mein Glücksherz, das hängt über unserem Türrahmen und immer, wenn man drunter geht, bekommt man Glück, erzählte mir so ein ehemaliges Patientenkind. Das ganze Erleben des herzkranken Kindes und seiner Behandlung erträglicher zu machen. Das ist gewissermaßen so das große Thema und ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten Elternvereine, die es überhaupt gibt in der Beziehung. Aber hier sehen wir, dass also auch ganz praktisch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Hand angelegt wird und die Kinder also sich sicherlich nicht nur ablenken und Zeit vertreiben, sondern auch sich ausdrücken können. Was verändern, man muss Tränen nicht ertragen. Große Herzen brauchen wir so sehr und es werden immer mehr.